Jeden Morgen bei Sonnenaufgang melken Spräßer und ihre Schwiegermutter Prena die Schafe. Familie Nika lebt mit ihren 4 Kindern in einem entlegenen Bergtal Nordalbaniens in der Nähe des Dorfes Tet. Det Nika hat den Hof von seinem Vater übernommen. Er ist mit Leib und Seele Bauer. Meine Mutter und meine Frau versorgen die Schafe. Albert ist 9 Jahre alt. Er hütet die Schafe. Und Denisa ist glücklich, wenn sie helfen kann. Auch Christian liegt die Tierhaltung im Blut. Wir sind alle ein Team und müssen einander helfen. Wenn einer von uns, sei es meine Mutter, meine Frau oder ich, nicht da wären, würde nichts funktionieren. Meine Mutter zum Beispiel melkt, ich mische das Heu zusammen, meine Frau kocht. Wir erledigen alles gemeinsam. Dets Mutter Prena und sein ältester Sohn Christian treiben die Schafe auf die Bergweide. Die Tiere sind die Lebensgrundlage der nordalbanischen Bergbauern. Spräßer bereitet den für die Gegend typischen Eierkuchen Revani vor. Sie will ihn als Nachspeise beim Abendessen servieren. Dafür verrührt sie Eier und Joghurt aus Schafsmilch in einer Schüssel. Denisa schaut gerne beim Kochen zu. Ihre Mutter gibt Honig, Mehl und Backpulver in den Teig. Und zum Schluss noch Walnüsse. Wie fast alles bei den Nikas stammen sie aus eigener Produktion. Dieses traditionelle Gericht machen wir oft an Feiertagen, zum Beispiel zum Geburtstag. Im Winter dagegen kochen wir viel Kohl und Bohnen. Im Sommer essen wir lieber leichtere Kost, Salat beispielsweise. Knapp eine halbe Stunde backt der Revani auf der Glut des Feuers. Inzwischen ist auch Daniela, ihre jüngste Tochter, aufgewacht. Wenn er über diese Brücke muss, bekreuzigt sich Det immer. Ein alter Aberglaube. Mit einem Nachbarn hat er vor einigen Jahren eine Bienenzucht aufgebaut. Neben Viehhaltung und Landwirtschaft verdient er sich damit ein bisschen Geld dazu. Der Honig aus den Bergtälern Nordalbaniens ist bekannt für sein Aroma und daher sehr begehrt. In einer Kammer schleudern sie den Honig. Die herumschwirrenden Bienen können die beiden nicht von ihrer Arbeit abhalten. Det probiert zum ersten Mal in diesem Jahr seinen Honig. Dieser Kastanienhonig ist ein wenig bitter und sehr dunkel. Blumenhonig dagegen ist viel heller. Für mich ist die Bienenhaltung eine Art Sport. Gleichzeitig kann ich damit auch gut Geld verdienen. Aber manchmal, wenn es zu viel regnet, gibt es während des ganzen Sommers keinen Honig. Dieser Sommer ist sehr heiß. Da gibt es Honig im Überfluss. Zwei Tage lang hat Prena den Frischkäse aus Schafsmilch trocknen lassen. Sie schneidet ihn in Stücke und gibt Schafsbutter dazu. Danach rührt Prena Maismehl und Wasser in den Käse und erwärmt das Gemisch auf kleiner Flamme. Masa Ejatit, Mais und Käse, heißt der sättigende Brei im Volksmund und wird gerne morgens gegessen. Alles komm. Masa Ejatit ist die erste Mahlzeit für einen langen Arbeitstag. Nur mit Fleiß und Ausdauer lassen sich alle Aufgaben bewältigen. Das Leben der Bergbauern ist hart und entbehrungsreich. Nein,
Mit seinem Nachbarn John will Det in die Stadt fahren. Zum Glück ist John ein guter Fahrer. Die Piste, die vom Dorf Det über einen steilen Bergpass hinunter in die Stadt führt, erfordert ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Wegen Schnees ist die Strecke von November bis Ende April unpassierbar. Im Winter sind die Dörfer in den Bergen eingeschneit. Von der Passhöhe sieht man die 2500 Meter hohen Gipfel der albanischen Alpen. John hat wie viele andere Bergbauern vor 15 Jahren seine Heimat verlassen. Drei Viertel der Bewohner gingen damals aus ihren Dörfern weg. John verschlug es in die Schweiz. Albanien hatte damals große Probleme. Eine Wirtschaftskrise führte zu Unruhen und Chaos. Die Menschen waren sehr aggressiv. Militärdepots wurden geöffnet. Es gab Schießereien und viele Tote. In Albanien konnte man nicht mehr leben. Vor 4 Jahren bin ich dann wieder nach Det zurückgekehrt. Ich habe angefangen, meinen Hof zu einem Gästehaus auszubauen und Zimmer an Touristen zu vermieten. Und jedes Jahr läuft es besser. 2011 war besser als 2010. 2012 ist besser als 2011. Und wenn Gott will, wird 2013 auch besser als 2012. Die Menschen haben Arbeit. Es herrscht Ruhe. Obwohl es hier oben zwar immer ruhiger war, wichtig ist aber, dass es in ganz Albanien wieder friedlich ist. Der Staat ist stärker geworden. Es gibt zwar wie überall auch Negatives, wichtig ist aber, dass der Staat funktioniert. Drei Stunden dauert die Fahrt durch die wilde Bergwelt in die 70 Kilometer entfernte Stadt Shkodra. Spresa schöpft den Rahm von der Schafsmilch ab. Jeden zweiten Tag setzt sie Schafskäse an. Sie gibt in die zuvor erhitzte Milch Lab, ein Gemisch aus Enzymen aus dem Magen junger Kälber. Nach einer halben Stunde schöpft sie die Molke ab, die sich vom Milcheiweiß getrennt hat. Spresa hat darin Routine. Schafskäse ist für die Bergbauern ein wichtiges und haltbares Grundnahrungsmittel. So machen wir meistens unseren Käse. Vor allem im Frühling ist der Schafskäse besonders aromatisch. Da gibt es viele Blumen. Die Wiesen sind saftig grün. Nach dem Abtropfen werden die Käseballen in Salzlake eingelegt. Shkodra, die größte Stadt Nordalbaniens, ist das wirtschaftliche Zentrum der Region. In den vergangenen Jahren ist die Stadt aufgeblüht. Auch für Touristen ist sie mittlerweile ein beliebtes Reiseziel. Moscheen und Kirchen prägen heute das Stadtbild. Nur wenige Monumente zeugen von der sozialistischen Diktatur, die das Land jahrzehntelang beherrscht hat. Det und John kaufen Mehl, Toilettenartikel und Kaffee ein, Produkte, die sie nicht selbst produzieren können. Viele Bergbewohner leben im Winter in Shkodra, denn in den Bergen gibt es nur noch wenige Schulen und kaum Einkaufsmöglichkeiten. Auch Dets Familie überwintert in der Stadt. Im April geht er zurück in die Berge. In den Schulferien von Juni bis September kommt die Familie nach. Sie kaufen Vorräte für die nächsten 2 Wochen ein. Auch Johns Familie hat wie Det einen Winterwohnsitz in Shkodra. Ich habe in Det gelebt, seitdem ich dort geboren bin. Erst seit 7 Jahren komme ich runter nach Shkodra, wegen der Schule für die Kinder. Der Adler bleibt eigentlich lieber in seinem Nest. So gut wie in Det kann man nirgendwo leben. Weder in Paris noch in Deutschland.
Weil die eigenen Tomaten und Auberginen erst im Spätsommer reifen, kauft Det noch ein wenig Gemüse ein. Jeden zweiten Tag hütet Christian die Schafe. Er wechselt sich mit seinem Bruder Albert ab. Eine Stunde dauert der Aufstieg. In einem entlegenen Hochtal sind die Weiden am saftigsten. Christian verbringt die langen Sommerferien arbeitend und Schafe hütend in den Bergen. Doch das ist kein Problem für ihn. Ich habe mich an das Leben im Dorf gewöhnt. In der Stadt fühle ich mich unwohl. Dort werden die Leute schneller müde. Sie sind körperlich nicht so trainiert, weil sie nicht in den Bergen herumkraxeln. Die Leute aus dem Dorf sind daran gewöhnt, den ganzen Tag zu arbeiten. Sie sind fitter. Vor einigen Jahren lebten 10 Familien hier oben auf 1200 Metern Höhe. Weil das Leben zu hart wurde, haben sie ihre Höfe verlassen. Doch auch hier gibt es einen ersten Rückkehrer, der den Hof seiner Familie wieder herrichtet. 18 Jahre lang hatte er in Griechenland gearbeitet, dann wurde er arbeitslos. In Zukunft will er in seinem Haus Wandertouristen beherbergen. Det ist aus Shkodra zurückgekehrt. Auch für die Kinder hat er etwas mitgebracht. Det öffnet eine kleine Schleuse, um seine Felder zu bewässern. Ein ausgeklügeltes Kanalsystem versorgt die Anbauflächen mit Wasser. Er verteilt den Tierdung aus dem Stall im Wasser, damit die Feldfrüchte besser wachsen. Wie schon Generationen vor ihm kommt Det ohne Maschinen, Chemie und Kunstdünger aus. Spreser erntet frische Erbsen, Zwiebeln und Zucchini für das Abendessen. Sie bauen alles an, was hier oben wachsen kann. Mirabellen und Äpfel, Tomaten, Zucchini, Bohnen und Kartoffeln, Weintrauben, Nüsse und Mais. Zum Glück habe ich genug Land. Wichtig ist auch der Dung aus der Tierhaltung. Der Dünger für die Pflanzen ist wie Muttermilch für ein Baby. Bauer zu sein, habe ich seit meiner Kindheit gelernt. Mit Landwirtschaft haben wir uns unser ganzes Leben lang beschäftigt. Es wird quasi vererbt. Wer hier lebt, muss sich mit Tierhaltung und Landwirtschaft auskennen. Wie Sie wissen, gibt es im Ausland auch nicht genug Arbeit und deshalb kehren viele zurück. Wir sagen hier, der Stein wiegt schwerer im eigenen Land. In der eigenen Heimat hat man mehr Gewicht und wird respektiert. Spreser kocht Tave me Patate, einen Kartoffelauflauf mit Schafskäse, Paprika, Zwiebeln und Tomaten. Je nach Saison variiert sie dieses Gericht. Hauptbestandteile sind Kartoffeln aus eigener Ernte, geriebener Hartkäse, Butter, Milch und Eier. Spresers Ehe mit Det haben die Eltern der beiden arrangiert. In Albanien wird diese Tradition bis heute praktiziert. Die Familien reden mit, wenn es um die Zukunft ihrer Kinder geht. Spreser hat Glück gehabt mit ihrem Det. Er ist nicht nur ein tüchtiger Landwirt, sondern auch ein liebevoller Familienvater. Wow.
Dets Bruder ist gekommen. Und er hat um meine Hand angehalten. Dann haben wir uns mit der Zustimmung von beiden Seiten verlobt. Im Sommer kocht Spreser auch für Wandertouristen, die in ihrem Haus übernachten. Seitdem sie Gäste beherbergen, hat sich das Einkommen der Familie vervielfacht. In der kleinen Lagune hinter dem Hof legen Det und Christian Netze aus. Die Forellen aus dem eiskalten Wasser des Bergbaches sind im Sommer eine willkommene Ergänzung der Speisekarte. Weil die Familie in den nächsten Tagen noch mehr Gäste erwartet, wollen sie oben im Tal weitere Netze auslegen. Gibt es Abendessen. Während Spreser die Feriengäste betreute, hat Prener nochmals die Schafe gemolken. Det und Christian haben einen zweistündigen Marsch hinter sich gebracht. Alle sind zufrieden und erschöpft. Nach 16 Stunden geht ein Arbeitstag zu Ende. Kurz nach Sonnenaufgang holen Det und Christian die Netze ein. Hoch oben im Tal gibt es eine verborgene, aber sehr ergiebige Stelle, die nur die beiden kennen. Aufpassen hier. Das wird bestimmt ein guter Fang. Hier, nimm den Haken und heb das Netz. Genau da. Heb es. Ganz langsam. Und jetzt rüber. Gut gemacht. Es sind viele drin. Gott hat uns reich beschenkt. Der Tag heute hat sehr gut angefangen. Im ersten Netz sind ungefähr 15 Fische. Das ist sehr gut. Gott sei Dank. Gestern Abend wusste ich schon, hier fangen wir sicher was. Nicht umsonst nennen mich meine Freunde auch Meister der Fische, weil ich oft weiß, wo sie sich verbergen. Ich komme mit meinem Vater immer gerne hier hoch, weil das so viel Spaß macht. Ein Stückchen weiter flussaufwärts stürzt ein kleiner Wasserfall in ein tiefes Becken. Blaues Auge nennen die Einheimischen die verwunschene Stelle. Papa, was kommt jetzt? Selbst Det hält es nur kurz aus im eiskalten Nass. Inzwischen sind weitere Feriengäste eingetroffen. Ein Hammel wird geschlachtet. Det hat Freunde und Nachbarn zum Essen eingeladen. Nicht nur das Mädchen aus Holland, auch die kleine Daniela hat so etwas noch nie gesehen. Spreser füllt den Hammel mit Tomaten, Paprika und Zwiebeln, vermischt mit Krumen von trockenem Brot.
Einen Hammel zu grillen ist ein Ritual. Man braucht viel Geduld und die richtige Temperatur. Wenn das Holz zu Glut wird, gibt es kein Problem mehr. Dann schieben wir das näher ran. Date schaut noch kurz bei Nachbar John vorbei. Die Familien kennen sich seit vielen Generationen. Oh, wie läuft's? Alles okay? Weiß heiß da unten? Ja, ganz schön. Die Felder schon gewässert? Ich habe sie schon dreimal gewässert. Dreimal? Gott sei Dank. Sehr gut. John hat ein Badezimmer für Feriengäste angebaut. Das Wasser erhitzt er durch Sonnenkollektoren. Det will sich das mal anschauen. Das funktioniert sehr gut. Von hier kommt das kalte Wasser und da kommt das warme Wasser raus. Das funktioniert. So etwas werde ich auch installieren. Genau sowas. Dass immer mehr Wandertouristen die nordalbanischen Alpen entdecken, hat das Leben im Tal verändert. Höfe werden renoviert und zu Gästehäusern ausgebaut. Die Kirche und der alte Blutracheturm des Dorfes wurden herausgeputzt. Viele Familien sind aus dem Ausland zurückgekehrt, weil das neue Leben in der alten Heimat jetzt Chancen bietet. Spresan bereitet ein Fischgericht zu. Sie brät die frischen Forellen, die Det am Morgen nach Hause brachte, in Öl an. Dann zerkleinert sie Zwiebeln, Tomaten und Paprika. Sie nimmt die angebratenen Fische aus der Pfanne und gibt Gemüse, ein paar Esslöffel Tomatenmark, Mehl und Flüssigkeit dazu. Das Ganze köchelt sie ein paar Minuten auf kleiner Flamme. Forellen auf Gemüse. Dieser Fischauflauf ist Spresas Spezialität. Alle Zutaten kommen frisch aus dem Garten oder direkt aus dem Fluss hinter dem Haus. Mit ein wenig Essig verfeinert sie das Gericht. Daniela und Denisa essen sehr gerne Fisch. Aber auch Kartoffeln. Und Nudelauflauf. Die Jungs dagegen essen lieber gebratene Kartoffeln und Fleisch. Auch Tawi mit Patate, den Kartoffelauflauf, hat Spresa wieder gemacht. Den schiebt sie zuerst in den Ofen, weil er am längsten braucht. Die Nachbarn sind eingetroffen. John und seine Frau schauen ebenfalls vorbei. Spresa und Det haben für alle gesorgt. Auch die Feriengäste sind eingeladen zum großen Grillfest bei den Nikas. Als Spresa das saftige Hammelfleisch serviert, ist nicht nur Daniela begeistert. In den kommenden Jahren müssen wir die Landwirtschaft weiter optimieren.
Ich glaube, es wird nicht nur einen Boom, sondern einen Superboom von Touristen geben. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir arbeiten für die Kinder. Wenn ich alt bin, muss Christian die Führung übernehmen. Oh, yeah.